Es ist unglaublich, was dieser Waldner spielt. Viel besser konnte man das jetzt nicht machen. Guter Aufschlag, schnelle Vorhand auf den Körper und dann diese Antwort. Wieder im eigenen Aufschlag. Zwei Punkte abgegeben. Das tut weh. Diesen Vorteil muss er besser nutzen. Das wollen wir sehen. Er kann es doch mit der Rückhand. Das ist noch ein bisschen halbherzig. Das kann er besser, davon bin ich überzeugt. Das hat er auch gezeigt gegen Schlager. In diesem entscheidenden siebten Satz gegen den Weltmeister, den er mit 4:3 bezwungen hat. Das ist das Spiel, das er machen muss. Wieder zu zaghaft. Lass ihn laufen, Timo. Mach ihm Beine. Das ist deine Chance, ihn müde zu spielen. Ein bisschen mehr Zutrauen in die eigene Stärke. Die Bälle auf der Rückhand spielt er mir einfach im Moment ein bisschen zu passiv. Dann kommt immer wieder so ein bisschen das Tempo raus, das er braucht, um Waldner unter Druck zu setzen. Na also. Damit muss er rechnen. Diese Bälle wird es immer wieder geben in diesem Spiel. Das kann Waldner einfach. Das ist wie beim Boxen, da muss man einfach auch mal Nehmerqualitäten zeigen. Sich davon nicht irritieren lassen, sondern weiterspielen. Vier Satzbälle und jetzt bloß nicht an den Satz zuvor denken. Na also, es geht doch wieder gegen die alten Schweden, wie so oft, wie insgesamt viermal bei Europameisterschaft. Zwei Aufschläge, zwei Punkte, der bessere Start für Waldner. Hat eigentlich einen guten Rückschlag gespielt, Timo Boll.
Aber trotzdem der Punkt für Wagner. Der Aufschlag spielt schon eine wichtige Rolle in dieser Partie. Beide gute Aufschläger. Wer ist der bessere Rückschläger? Toll gespielt! Fantastisch gespielt! Das sind natürlich auch Bälle, die Waldner beeindrucken. Wenn ihm ein solcher Vorhand-Topspin gelingt, ein ganz schneller Ball, dass diese Dinge auch nochmal zurückkommen können. Haben Sie diese Rückhand gesehen? Mit unglaublich viel Salzbin, aber da muss der Ball dann auch rumlaufen und Mut zeigen. Glück für den Schweden. Erster Punkt für Boll bei einem Ausschlag Waldner in diesem Satz. Okay, abhaken, weiterspielen. Er muss Risiko gehen. Wenn er mit seinen Aufschlägen punkten will. Natürlich sollte es nicht passieren. Bisschen komisch geflogen. Deutet die Miene an von Jan-Ove Waldner. Spieler beklagen sich ein bisschen darüber, dass die Klimaanlage in der Halle immer noch ein bisschen Zugluft in die Nähe des Tisches bringt. Und da sind sie natürlich hypersensibel, ganz empfindlich. Wenn die Flugbahn sich damit ein bisschen verändert, dann gelingen die Schläge natürlich nicht optimal. Aber das trifft beide. Das ist kein Nachteil für einen. Der Schwede versucht schon, den Deutschen in der Rückhand im Wesentlichen festzunageln. Acht zu sechs. Da hat er Glück, der Schwede 10 zu 7 und damit die nächsten drei Satzbälle zur 3 zu 1 Führung.